Wenn Sie hier bei Phoenix bleiben, werden Sie nichts verpassen. Und ich habe auch einen Studiogast, mit dem ich das zusammen ein bisschen einordnen möchte. Und das ist Professor Clemens Fischer von der Universität in Köln. Herzlich willkommen im Phoenix-Studio. Was können wir denn erwarten? Das klingt doch toll. Unterzeichnung einer bilateralen Vereinbarung über Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung der Ukraine. Da kann ja dann Selenskyj, der Präsident, ganz beruhigt nach Hause gehen. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, er geht garantiert nicht beruhigt nach Hause. Was er heute bekommen kann, ist eine Verlängerung dessen, was die G7 bereits angeboten hat. Jetzt wird es verschriftet und es wird alles sein, nur keine Beistandsklausel. Das heißt, Sie haben im vorigen Beitrag ja schon erwähnt gehabt, die Frage der unnötigen Provokation. Also hätte man eine Beistandsklausel, dann käme das ja einem Quasi-Beitritt bei NATO oder EU gleich, wo es ja beide, in beiden Fällen Beistandsklauseln gäbe. Es wird also alles sein, aber short off. Das heißt, langfristige Zusagen, Zusagen, dass sie zum Bündnis gehören werden, Zusagen, dass sie europäisch sind. Das heißt, auf der einen Seite für Selenskyj nach außen große Absicherung, das ist das Signal nach Russland. Auf der anderen Seite auch in die EU, NATO hinein, wir stehen zu ihm, wir lassen sie nicht fallen. Und der dritte Punkt ist für Selenskyj ganz, ganz wichtig, die Motivation für ihn zu Hause. Zu sehen, wir sind zwar derzeit nicht gerade im Angriff, wir versuchen zu verteidigen mit dem, was wir haben, noch halten zu können, bis neue Lieferungen kommen, aber wir werden nicht alleine gelassen. Also diese drei Bereiche, glaube ich, wird er heute abdecken, sowohl bei Scholz als auch dann bei Präsident Macron in Paris. Und auf der Sicherheitskonferenz wird es die breitere Bühne dafür geben. Wie muss ich mir das gleich vorstellen, wenn diese Unterzeichnung wird dann ja stattfinden? Und dann ist ja die Frage, stehen da auch so ganz konkrete Dinge drin, wie zum Beispiel, jetzt hat sich Olaf Scholz doch überlegt, Taurus-Raketen beispielsweise an die Ukraine zu liefern? Wäre verwunderlich. Derartige Dokumente sind zumindest so gefasst, dass sie im Nachhinein alles hineingeben können, aber zu nichts verpflichtet sind. Und das ist aber auch der Sinn dieser Dokumente, um eine breite Basis zu bieten, die eine gewisse Situationsflexibilität zulässt. Wenn alles schon geschrieben wäre, müssten sie alles neu verhandeln. Also derartige Abkommen dienen dazu, dass sie mittel- bis langfristig daraus arbeiten können. Und ich glaube nicht, dass Taurus auch eine irgendwie Erwähnung finden würde. Würde mich zumindest wundern. Jetzt sehe ich ja gerade schon mal auf den Bildern, die wir auch im Vorschau-Monitor haben, da wird jetzt in diesen Sekunden der Präsident vorfahren. Normalerweise ist es ja so, er ist dann wahrscheinlich in Berlin auf dem Flughafen gelandet und dann wird er ja oft mit dem Hubschrauber in die Nähe des Kanzleramts transportiert und dann aus Sicherheitsgründen, dann wird er dann in einem der Wagen, das ist ja auch immer nicht genau bekannt, wird er gleich aussteigen. Das gucken wir uns jetzt hier nochmal an und er wird dann sicherlich auch von Bundeskanzler Olaf Scholz empfangen. Das sind ja, das muss man ja vielleicht an dieser Stelle auch noch mal sagen, das sind ja Abkommen, bilaterale Abkommen. Ich glaube, mit Großbritannien gibt es schon so ein Abkommen. Heute Abend soll noch eins mit Frankreich stattfinden. Jetzt warten wir mal ganz kurz ab. Da wird er jetzt, glaube ich, gleich aussteigen. Und da ist er, der Präsident der Ukraine, Selenskyj, Hände schütteln, ein ganz kurzes Shaking Hands. Und dann geht es auch schon ganz kurz weiter. Manchmal rufen ja noch da so die einen oder anderen Kollegen noch was zu, aber man sieht, man ist kurz angebunden. Und jetzt ist man auch erstmal im Vier-Augen-Gespräch. Ich glaube, wir werden gleich gar nicht mehr allzu viel sehen. Warum macht man eigentlich diese bilateralen Abkommen? Da hätte man doch sagen können, wir machen mit G7 ein schönes, großes Abkommen. Gut, jetzt ist die G7 eigentlich nicht abkommensfähig. G7 ist eine ganz, ganz tolle Runde, die ja aufgrund der Ukraine-Krise ja bereits eben nicht mehr die Russen dabei hat, daher nur mehr G7, nicht mehr G8. Aber ein Beschlussfassungsorgan ist es nicht. Also wenn, dann hätte er zum Beispiel ein NATO-Ukraine-Abkommen schließen können, ein EU-Ukraine-Abkommen. Aber dazu herrscht offenbar nicht genug Einigkeit in den jeweiligen Bündnissen. Daher sind bilaterale Verträge oder Abkommen für ihn momentan die Choice of the Day. Weil damit kann er zumindest etwas mit nach Hause nehmen. Wenn er mit leeren Händen gehen würde und in München nur sein Leid klagt, das wäre zu Hause ein Problem. Nicht so sehr für den Rest. Aber wie gesagt, da die Bündnisse in sich nicht so geschlossen sind. Genau, wir haben ja die Türkei und Ungarn beispielsweise dabei, die da durchaus eine andere Rolle spielen, beispielsweise in der NATO jetzt nur mal. Man sieht ja auch auf EU-Ebene, dass die noch neutralen, also die 4 plus Schweden, eigentlich mehr hinter der Ukraine stehen als klassische NATO-Mitglieder, die in der EU dabei sind, wie zum Beispiel Ungarn, wie es auch Slowakei oder Tschechien, die auch eine Art Sonderrolle spielen. Dann haben sie die eher westlich gelagerten Mitgliedstaaten,
die den Druck nicht so verspüren wie die Balten. Das heißt, sie haben keine ganz klare Linie, daher weicht man auf den bilateralen Bereich aus. Die aber dann immer auch eine Art Blueprint sind für gemeinsame Abkommen. Jetzt haben Sie gerade eben schon ein Wort noch genannt, nämlich München. Da geht es nämlich für Selenskyj tatsächlich weiter. Da wird er nämlich, geht er erst nach Paris, dann geht es nach München zur Sicherheitskonferenz. Da wird es sicherlich auch noch mal spannende Gespräche geben. Auch für Selenskyj, kann man da was erwarten? Ich nehme an, er wird natürlich auch dort darauf drängen und ich glaube, man wird es ihm auch geben müssen. Irgendwelche Takeaways muss er bekommen. Weitere Versprechen, Zusagen, wie zum Beispiel gestern beim NATO-Rat, das Versprechen 1 Million Drohnen. Gut, jetzt wird man sehen, ob diese Million hält. Die Wir hatten auch 1 Million Geschosse versprochen, ist auch nicht ganz geklappt. Ja. Also ganz brutal ausgedrückt, mit dem Papier aller Verträge wird das eine Artilleriegeschütze nicht füllen können. Das heißt, es muss jetzt wirklich Hardware geliefert werden. Und ich glaube aber, das sieht man vor allem, wenn das Vereinigte Königreich dabei ist, dann sind Lieferungen schon relativ sicherer. Die Briten sind bisher garantiert eine derjenigen Staaten, die an Hardware sehr, sehr viel liefern. Aber er wird was mitnehmen. Und bei der Sicherheitskonferenz ist natürlich dadurch, dass eben der große Elefant gar nicht im Raum ist, ist es seine Bühne. Die der große Elefant? Russland. Der Iran. Ja. Weißrussland. Wir haben jetzt ja schon ganz viel über die Ukraine ein bisschen geredet. Jetzt wollen wir mal ein bisschen über die Münchner Sicherheitskonferenz reden. Da werden ja auch interessanterweise größere Delegationen von den USA erwartet. Und zwar sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern aus dem Kongress. Glauben Sie, dass man dort irgendetwas bewegen kann? Weil momentan hängt ja die ganze Ukraine-Hilfe in den USA im Repräsentantenhaus fest. Der Senat hat ja grünes Licht gegeben, aber das Repräsentantenhaus wird ja dominiert dann eben von den Republikanern, Trump treu ergeben. Glauben Sie, dass Selenskyj dort irgendetwas bewegen kann, wenn er da auf die republikanischen Abgeordneten trifft? Also versuchen muss es auf jeden Fall. Wenn man das Interview... Trump hat ein Interview am 14. dieses Monats gegeben mit einer völlig neuen Wolte. Dann möge man halt Kredite geben. Wenn sie es zurückzahlen könnte, Ukrainer, ist es schön. Wenn nicht, zahlen sie sie nicht zurück. Wäre eine völlige Trendwende seiner bisherigen Einstellung zu Geldlieferungen und der Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich glaube aber nicht, dass es eine Trendwende gäbe. Mit den Abgeordneten reden zu können auf europäischem Boden für Selenskyj ist vermutlich eine bessere Chance als sein letzter Besuch in den USA, der relativ wenig prunkvoll verlaufen ist. Ja, es ist viel weniger prunkvoll verlaufen, als wenn man sich überlegt, ein Jahr davor, da wurde er ja sozusagen mit Standing Ovations empfangen und jetzt musste er sich ja tatsächlich um die Gesprächstermine teilweise bemühen. Das ist aber auch ein Zeichen dieser allgemeinen Müdigkeit. Die Aufmerksamkeitsspanne ist zurückgegangen. Der Israel-Palästina-Konflikt überlagert sehr, sehr viel, ist auch interessanterweise manchen näher als der Ukraine-Konflikt, obwohl man sich überlegen muss, wir haben 2 Flugstunden von Berlin und wären im Kriegsgebiet in der Ukraine und sie fliegen definitiv länger nach Jerusalem. Und trotzdem liegt es manchen offenbar näher, weil auch die Bilder gewaltiger sind, die sie jetzt sehen. Also Angriff auf Flüchtlingslager. Wie die Palästinenser es bezeichnen, die Israelis bezeichnen es eben als Aufräumen gegen Hamas. Es ist einfacher zu polarisieren. Und wenn Selenskyj es nützen kann, mit Republikanern vor allem zu reden, Demokraten muss er nicht überzeugen, dann wäre es auch schon eine Vorarbeit für die Zeit, wenn möglicherweise doch Trump noch einmal Präsident wird, was keineswegs auszuschließen ist. Das heißt, in dem Fall ist die Sicherheitskonferenz das, was sie am besten kann. Sie bietet Bühne für Hintergrundgespräche. Allerdings, und da müssen wir mal eine kleine Einschränkung machen, nicht mit Russland, ist ja ausgeladen worden. Wo kann man denn aus Ihrer Sicht überhaupt mit Russland noch den Faden aufnehmen? Wo sehen Sie da eine Chance als Politikwissenschaftler, wenn man mal sich die Mechanismen der Weltpolitik anschaut, das ist ja Ihr Fachthema, wo glauben Sie, kann jetzt in dieser völlig festgefahrenen Situation militärisch, politisch völlig festgefahrenen Situationen überhaupt noch was passieren? Also klassisch die immer totgesagte UNO bietet noch eine Bühne, eine Fläche, wo man reden kann. Ebenso über Drittstaaten, wenn die vermitteln können. Ich verstehe den Veranstalter von München, dass man aus politischen Gründen, um ein Signal zu setzen, 3 Staaten nicht einlädt. Russland, Weißrussland, den Iran. Auf der anderen Seite aber betont er heute auch noch in der Früh bei einer Pressekonferenz,
dass es immer die Bühne für bilaterale Gespräche war. Also bilaterale Gespräche ohne zweiten enden im Monolog. Das heißt, man kann dieses Mal nur Botschaften senden, ohne in den Dialog zu treten. Ist aber eine ganz klare Entscheidung gewesen. Die zweite Sache ist, man begibt sich vielleicht einer ganz, ganz kleinen Chance, man hätte auch in der Weltöffentlichkeit zeigen können, was man von diesen drei Staaten hält und das ins Gesicht sagen. Ja. Gut, jetzt wäre Lavrov vermutlich wieder hinausgegangen. Was aber auch egal ist, auch das Verlassen. Auch das ist ja ein Bild, was dann abgeliefert worden wäre. Ja. Also er geht, um es nicht hören zu müssen. Diese Chance hat man in dem Fall bewusst nicht wahrgenommen. Ich nehme an, dass es, auch wenn ich dem Kollegen Häusgen gelegentlich zuhöre in den letzten Tagen, es kommt das Thema Minsk wieder hoch, dass man das als Beispiel nehmen könnte, wie man reden kann. Man wird nicht umhinkommen. Und wir werden uns nicht aussuchen können, mit wem wir reden. Ich höre jetzt gerade, wir haben auch schon ein paar ganz aktuelle. Wir haben über die Münchner Sicherheitskonferenz geredet, über die, die da sind und die, die nicht da sind. Jetzt gibt es auch schon mal ein paar ganz aktuelle Ankunftsbilder hier von der Münchner Sicherheitskonferenz. Den kennen wir ja auch noch. Also das ist sozusagen Kerry, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, ja, ehemaliger Präsidentschaftskandidat war er ja auch mal. Also sozusagen Klimabeauftragter. Stimmt, richtig. Auch das ist ja einer seiner Jobs gewesen. Also insofern ganz interessant. Das heißt, da ist ja nicht nur immer die aktuelle politische Garde aufgeboten, sondern man ist eben auch dort beispielsweise im Gespräch mit Menschen, die lange die Geschicke geleitet haben. Die Briten haben ja nicht das Wort Facilitator. Menschen wie Kerry, die jeden kennen und das Spiel so gut kennen. Das ist eine Allzweckwaffe. Ja. Mit dem kann man auch reden, weil er nicht im Amt ist. Das hat er heißt, Einfluss? Glauben Sie wirklich, dass er auf bestimmte Gespräche auch Einfluss haben kann? Indirekten Einfluss insofern, dass das Kerry zuhören kann. Ja. Kerry kann mitnehmen, Kerry kann mit bestimmten Personen reden. Mit denen man direkt vielleicht nicht reden könnte, weil die würden ein Gespräch vielleicht allein schon deshalb verweigern, um nicht Gefahr zu laufen, etwas versprechen zu müssen. Also so Mediatoren wie Kerry sind der internationalen Politik von unglaublicher Bedeutung. Und das ist in dem Fall nicht eine Altersfrage. Es gibt auch garantiert Jüngere, die das können. Aber Kerry hat halt auch noch einen großen Vorteil. Es ist auch noch ein Kriegsgedienter. Das heißt, er weiß, wovon er spricht. Kommt auch daher bei bestimmten Kreisen besser an. Ich glaube, Henry Kissinger war ja auch beispielsweise einer derjenigen, lange aus der Politik, Jahrzehnte muss man ja sagen, aus der aktiven Politik raus und trotzdem immer noch die Fäden im Hintergrund gezogen. Er hat, glaube ich, einen schöneren Empfang in China bekommen als so mancher Staatschef, Regierender. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Ja. Wir werden gleich, Herr Professor Fischer, jetzt würde ich gerne mal wissen, wir haben jetzt schon mal ein bisschen über die Sicherheitskonferenz heute Nachmittag geredet. Da wird ja auch Kamala Harris sein, die US-Vizepräsidentin und auch eine ganze Delegation von Abgeordneten, vor allen Dingen auch von Republikanern. Jetzt würde ich einfach auch noch mal wissen, wir reden ja mal ganz viel und ganz gerne über weiße Elefanten. Da sagen wir natürlich, Wladimir Putin, Russland steht da im Raum, aber es steht doch eigentlich auch jemand anders im Raum und der heißt, der steht auch vor Gericht, aber der heißt Donald Trump. Wie sehr beherrscht der bereits die Szene, obwohl er noch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, offiziell? Also ich glaube, er hat auch die letzten Jahre die Szene beherrscht. Seitdem er, obwohl er immer noch glaubt, dass er Präsident geworden ist, also in seiner nicht durchgeführten zweiten Amtszeit stand er ja immer schon eigentlich irgendwo mit Biden immer im Raum. Momentan natürlich ist sein größter Einfluss die Frage, wird die Ukraine Geld bekommen von den USA, ja oder nein. Wie bereits erwähnt, er hat ja vor zwei Tagen oder vor drei Tagen eine Wolte hingelegt mit der Bemerkung, dann geben wir ihnen halt Kredit. Zahlen sie, ist es recht, zahlen sie nicht, soll es auch schön sein. Das wäre wie gesagt, ein Abweichen seiner bisherigen These, was ich aber nicht glaube. Was aber sicherlich eine Frage ist, die Europäer und die NATO muss sich sehr wohl überlegen, wie beide Bündnisse in Zukunft im militärischen Bereich weiter denken und leben wollen. Bei der NATO ist es eine Spur einfacher, denn da ist es eine klare vertragliche Regelung. Im EU-Bereich ist die Frage, will man wirklich eine mehr Autarkie haben? Auf der anderen Seite, und da neige ich halt doch eher zu langfristigen Lösungen, sich darauf zu konzentrieren, wer gerade Präsident wird, ist sehr, sehr kurzsichtig. Denn auch ein Trump verändert die Weltlage nicht derart drastisch, dass sich alles verändert. Und wenn die Europäer in Zukunft
mehr mitspielen wollen auf dem internationalen Parkett, dann müssen sie ohnehin einen neuen Weg finden. Wir reden zwar von gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik, aber so wirklich gemeinsam und schlagkräftig ist sie klarerweise nicht, wie man auch jetzt sieht. Wie könnte die aussehen? Sie sagen, die Europäer müssen eine gemeinsame Sicherheitspolitik finden. Da sage ich mal, wenn ich mir mal FCAS angucke, dieses europäische Rüstungsprojekt, wir schaffen es ja noch nicht mal, einen europäischen Kampfflieger serienreif zu produzieren. Und jetzt sagen Sie, da müssen wir aber eine europäische Sicherheitsarchitektur schaffen, vielleicht sogar unter Einbindung von Atomwaffen, wo auch immer die dann stationiert sind. Ich fange gleich mit dem letzten Thema an. Die Frage Atomwaffen, da stellen sich mehrere Probleme. Das eine ist, wie kriegen Sie das bei Bevölkerungen durch? Denn das können Sie definitiv nicht an den europäischen Bevölkerungen vorbei, eine atomare Aufrüstung betreiben. Ein Punkt. Zweiter Punkt, es gibt das Proliferationsabkommen. Das müsste man eigentlich dann sehenden Auges brechen, wohl mit der Begründung, dass die Bedrohung zu groß ist aus dem Osten, daher müsse man es machen. Die dritte Frage ist, aber das würde Ihr Finanzminister ja, glaube ich, mit großer Freude von sich weisen, wer zahlt das? Eben. Denn das sind Dinge, die Sie so nicht bestreiten können. Wir haben jetzt gerade auch durch den Ukraine-Krieg, das 2%-Ziel haben es 18 und 19 Staaten der NATO endlich erreicht. Genau, und da kam auch gerade die Eilmeldung beispielsweise, dass Deutschland Mühe hat, dieses Ziel zu halten. Also das sei nicht, da ging jetzt nicht darum, das noch groß aufzustocken, sondern man muss jetzt gucken, schafft man es überhaupt, die 2% zu halten? Das ist die Frage, die man auch bewahren wird, stellen müssen. Wenn man den Bevölkerung nicht klar machen kann, dass es im Endeffekt so wie eine normale Versicherungspolizei ist, von der man zwar immer weiß, man zahlt die Zähne knirschend, doch wenn es passiert, ist die Versicherung da. Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist nichts anderes. Denn sie bereiten einen Fall vor, den sie nie eintreffen lassen wollen. Daher enorm kostenintensiv. Und wenn man die Daten von SIPRI für heuer und vom letzten Jahr auch für heuer sehen wird, ja, dann haben wir unglaubliche Waffenproduktion. Wir haben auch daher einen Anstieg im BIP, der waffenbedingt ist, das ist auch klar. Aber weil es Krieg gibt, nicht weil wir aufrüsten. Weil derzeit gibt man ja im Endeffekt ab an die Ukraine. Also die NATO-Truppen selber rüsten ja in dem Sinn nicht auf. Die Verteidigungsbudgets sind ja auch deswegen so hoch, weil sehr viel abgegeben wird. Das heißt, die Frage ist, wenn man dann wieder aufbunkert zu Hause, von welchen Summen man da spricht, ist mir offen gestanden derzeit nicht ganz klar, wie man die budgetär noch darstellen will. Man kann ja für alles ein Sondervermögen einführen, auch auf EU-Ebene. Aber die Frage ist, welche Politikfelder betreibe ich dann nicht mehr so intensiv? Was ja ganz spannend ist, wenn Sie sagen, europäische Sicherheitspolitik, dann schauen wir schauen ja jetzt auch nochmal auf die Münchner Sicherheitskonferenz. Wer soll denn eigentlich diese Führungsposition in Europa übernehmen? Da fällt mir jetzt momentan eigentlich gar keiner ein. Hier sehen wir auch nochmal, vielleicht können wir die gerade nochmal einblenden, die Bilder von der Sicherheitskonferenz. Also wir haben einen Bundeskanzler Olaf Scholz, der mühsam in einer Ampelkoalition hängt, die wirklich wenig Zuspruch bei den Bürgerinnen und Bürgern hat. In den Umfragen muss man immer sehr vorsichtig sein. Wir haben auf der anderen Seite beispielsweise Rishi Sunak in Großbritannien, der eigentlich gar nicht mehr zur EU gehört und insofern auch sehr viele Probleme zu Hause hat, eine Wahl zu bestreiten hat. So, und dann noch einen französischen Präsidenten, der eigentlich wenig Lust zeigt, Führung auch im militärischen Bereich, auch gegenüber Russland zu übernehmen. Oder liege ich da falsch? Wem trauen Sie diese Führung zu? Eigene europäische Verteidigungsinitiative oder sogar ein europäisches Verteidigungsbündnis? Wenn man die Verträge nimmt, dann müsste es der Europäische Rat sein, gemeinsam mit dem Parlament vermutlich. Die sich auch selten einig sind. Ja, und die Frage ist, wie lange dürfen die dann abwarten mit Entscheidungen? Also wenn man wirklich eine europäische Armee hätte, müsste man auch irgendwann auf die Idee kommen, eine Exekutivgewalt einzuführen, die nicht durch das komplette Komitologieverfahren durchgeht, wäre zwar extrem blutsparend, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es rechtzeitig entschieden wird, wäre zumindest eine fragwürdige. Obwohl man hat das auch bei der Bankenkrise damals gesehen, wenn man will, kann man auch am Wochenende eine Entscheidung treffen. Es geht alles. Also ich glaube, dass Bundeskanzler Scholz momentan sicherlich nicht unwillens wäre, eine Führungsrolle zu übernehmen, aber er muss die eigene Partei hinter sich bringen, zwei Koalitionspartner und eine Verfassungsmehrheit im Bundestag. Also das alles unter einen Hut zu bringen. Im Prinzip also auch noch die Opposition mit ins Boot holen. Das ist momentan ganz, ganz schwierig. Spanien, das auch eine große NATO-Macht wäre, ist auch innenpolitisch derzeit nicht stabil genug, um eine Führung zu übernehmen. Außerdem wäre es als Südländer momentan geografisch auch weit weg vom Konflikt. Daher nicht wirklich angenommen.
Polen sieht sich definitiv schon in der Lage, eine Art Führungsrolle auszuüben. Das tun sie auch. Mhm. Also ohne Polen wäre die Haltung der EU derzeit garantiert nicht so klar Ukraine. Geben ja auch 4% des Bruttoinlandsprodukts für die Rüstung aus, darf man nicht vergessen. Spitzenreiter also mit Abstand. Unglaublich viel. Also auch bei Ukraine-Flüchtlingsaufnahme ist Polen ganz, ganz beeindruckend. Auf der anderen Seite, Macron, der so mehr oder weniger im Herbst seiner Präsidentschaft ist, darf beim nächsten Mal nicht mehr antreten. Das heißt, es kommt garantiert zu einem Wechsel in Frankreich, von dem derzeit kein Mensch sagen kann, wer es wird. Mhm. Und wenn man jetzt auf den Straßen hier in Deutschland sieht, wie viele gegen rechts demonstrieren und die Gefahr besteht, dass eine Madame Le Pen Präsidentin wird, dann stellt sich die Frage, will man haben, dass dieses Frankreich nachher die Führungsposition übernimmt. Also ich glaube, dass die Zeit der unilateralen Führungen oder auch der trilateralen Führungen mit Großbritannien, Frankreich und Deutschland eigentlich langsam ausklingen sind. Wir reden, kann man denn irgendetwas von diesen Gesprächen heute erwarten? So, oder sind das eigentlich alles Dinge, die schon festgelegt sind? Weil der große Rahmen wird ja sowieso wahrscheinlich ganz woanders festgestellt. Das Abkommen wird feststehen, sowohl heute in Berlin als auch am Abend in Paris. Aber derartige Gespräche dienen immer dazu, auch noch Neuigkeiten auszutauschen, letzte Entwicklungen. Und es ist doch etwas anderes, persönlich im Raum zu sitzen. Das heißt, man soll jetzt nicht große Schlüsse ziehen, ob es jetzt 15 oder 30 Minuten sind. Es kann auch sein, dass Delegationen bereits dabei sind. Das wissen wir ja nicht. Und ich gehe mal davon aus, was Zelensky unbedingt mitnehmen muss, ist die Garantie, dass die Europäer und die NATO die Ukraine nicht alleine lassen. Das wäre die fatalste Botschaft nach Russland. Wir schwanken, wir ziehen uns zurück, wir sind müde, wir haben jetzt einen neuen Schauplatz gefunden, wo wir uns engagieren. Also wenn das passieren würde, dann wäre es ein Riesenerfolg für Putin und den wird man ihm nicht gönnen. Und das wäre auch wirklich fatal. Es ist immer noch die Frage, wie man überhaupt ins Gespräch mit Russland kommt. Da wird ja immer mal wieder, werden die Vereinten Nationen genannt. Aber haben die nicht eigentlich viel zu viel Kredit verspielt, gerade in der Anfangszeit beispielsweise mit einem UN-Generalsekretär Guterres, der sich sehr schwer getan hat, beispielsweise den Angriffskrieg Russlands eindeutig auch zu kritisieren? Man sollte es nicht an der Person des GS in dem Fall festmachen. Obwohl, ich glaube, dass Guterres eine nicht derartig schlechte Rolle spielt, wie man ihm gelegentlich unterstellt. Mhm. Guterres wird genauso überrascht gewesen wie alle anderen. Guterres hoffte vielleicht noch auf eine andere Lösung, die dann nicht gekommen ist. Aber es ist mittlerweile ganz, ganz klar, die UNO ist immer noch die letzte Plattform auf internationaler Ebene, wo man sich treffen kann, wo auch vor allem auch die Sicherheitsgarantien für beide Seiten vorhanden sind. Weil man darf nicht vergessen, russische Spitzenpolitiker müssen ja auch gewärtig sein, dass rein theoretisch gegen sie Haftbefehle erlassen werden. Auf UNO-Gebiet hat er definitiv freies Geleit. Also man muss ein freies Geleit auch sicherstellen, neutralen Boden. Und dann wird man reden müssen. Und dass derzeit nicht der Punkt ist, dass man sich über einen Waffenstillstand unterhält, wäre für die Ukraine momentan auch fatal. Denn sie ist alles andere als im Angriff. Sie ist in einer sehr, sehr umkämpften Defensive mit einer Untermunitionierung, die also schon wirklich eher ans Tragische rührt. Man sieht in Andijewka, dass die Russen langsam aber sicher doch vordringen. Gestern kam die Meldung, dass man sich strategisch zurückzieht. Das heißt, man muss den Boden aufgeben. Aber noch einmal, wie wir zuerst gesprochen haben, er bekommt viele, viele Verträge jetzt. Die füllen keine Artilleriegranaten. Also was sie brauchen, ist wirklich Hardware. Und wenn die nicht geliefert wird, dann muss sich der Westen schon fragen, wie ernst nehmen wir eigentlich derartige Beistandsklauseln, die ja in dem Fall nicht für die Ukraine gelten. Aber selbst Sicherheitsgarantien müssen schon unterfüttert werden mit Aktion und nicht nur mit Reden. Und das ist etwas, was Zelensky dieses Mal, glaube ich, auch sehr, sehr eindringlich mit allen machen wird, ihnen zu sagen, schön, dass ich hier bin, schön die Verträge, gut, dass wir eine Sicherheitskonferenz haben, aber bitte liefert's. Herr Professor Fischer, danke erstmal für Ihren Besuch hier im Studio und für die Einschätzung soweit.